Ja, moin Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute dreht es sich um Gaming-Headsets, denn ich habe in der letzten Zeit zwei sehr gute, meiner Meinung nach gute Gaming-Headsets unter die Lupe genommen. Die liegen so im mittleren bis oberen Preissegment, irgendwo so zwischen 150 und 250 Euro. Und ja, darüber möchte ich heute mal mit euch reden, welcher der beiden meine Favoriten geworden sind und wieso, weshalb und um welche es natürlich überhaupt geht. Als erstes möchte ich hier mal mit dem Astro A50 anfangen. Das ist wahrscheinlich ein Gaming-Headset, das jeder kennt. Dieses Headset habe ich jetzt seit ungefähr einem Jahr und habe damit auch sehr viel gespielt, sehr viel probiert und getestet und muss sagen, das Gaming-Headset ist wirklich gut. Das kann man auf jeden Fall nutzen. So ein paar Sachen, die sind mir leider negativ aufgefallen. Und zwar ist es meiner Meinung nach so ein bisschen der Tragekomfort. Ich finde dieses Headset wirklich sehr, sehr schwer. Das ist natürlich auch bedingt dadurch, dass es kabellos ist, sprich es hat Akkus verbaut und ist generell relativ klobig und dadurch finde ich den Tragekomfort im Gegensatz zu anderen Headsets nicht ganz so schön. Es ist um Gottes Willen nicht unbequem, aber ich habe da schon bessere Headsets auf dem Kopf gehabt, die auch deutlich weniger kosten. Ein klarer Pluspunkt für dieses Headset ist natürlich, wenn wir uns das auch mal hier einmal angucken. Man hat eine Ladestation, ja, die kann man sich hier wunderbar neben den PC stellen, auf den Schreibtisch, wohin auch immer und muss einfach nur noch dieses USB-Kabel verbinden, hat die so immer griffbereit und ist nicht kabelgebunden. Das heißt, man kann auch mal durch die Wohnung laufen bei Musik hören und ja, muss nicht aufpassen, dass man immer direkt das Kabel rausreißt, wenn man einfach losrennt. Das waren immer so die, die ich zu Hause hatte und ich bin auch wirklich gut zufrieden mit denen. Klangtechnisch muss ich ganz klar sagen, die sind sehr, sehr basslastig. Man kriegt aber eine Software dabei, das Astro Command Center, mit der man die etwas anpassen kann. Meiner Meinung nach aber nicht stark genug. Also man kann da schon viel einstellen, auch von den Herzzahlen her, aber es könnte noch ein bisschen mehr sein. Denn egal wie man es einstellt, es ist und bleibt relativ basslastig. Aber nichtsdestotrotz, man hört damit wirklich alles in jedem Spiel. Man hört jeden Step und es ist so ein sehr solides Gaming-Headset. Jetzt kommen wir aber zu dem größten Nachteil, wie ich finde, bei dem Astro. Und zwar ist es das Mikrofon. Die Mikrofonqualität ist wirklich miserabel, um es nicht anders zu sagen. Also ich habe viel ausprobiert und viel gemacht und ich habe es einfach nicht hingekriegt, hier einen vernünftigen Ton rauszukriegen. Eventuell liegt es daran, dass es halt wirklich wireless ist. Finde ich aber ein bisschen schade, weil für diesen Preis sollte auch die Mikrofonqualität stimmen. Also man versteht, die Leute verstehen mich, wenn ich damit rede, aber es geht deutlich, deutlich besser und deutlich, deutlich schöner. Das ist auch unter anderem der Grund, warum ich jetzt nach ungefähr einem Jahr mit dem Astro A50 als treuen Begleiter auf das SteelSeries Arctic Pro mit Game Deck umgestiegen bin. Meiner Meinung nach eines der besten Headsets, das ich jemals probiert habe. Der Klang ist wirklich unglaublich krass. Es ist sehr, sehr, sehr detailgetreu. Auch nicht basslastig, also der Klang, der da rauskommt, ist wirklich sehr real. Es wird nichts übersteuert und es geht auch nicht darum, irgendwie den perfekten Bass oder viel zu viel Bass zu haben. Dieses Headset ist halt wirklich, es hört sich einfach so an, wie es sich anhören soll. Ja? Ich kann es ja einmal rüberholen und so haben wir es hier liegen. Und ich muss ganz klar sagen, wenn man jetzt einfach mal auch das Astro daneben legt, alleine von der Verarbeitung ist das SteelSeries wirklich viel, viel besser verarbeitet als das Astro. Wir haben hier beim SteelSeries zum Beispiel Aluminiumkörper für die Lautsprecher. Das ist hier alles Plastik bei dem Astro. Das finde ich wirklich ein bisschen schade, besonders für den Preis. Das Kopfband, das ist hier zum Spannen. Das kann man hier oben mit dem Klettverschluss individuell einstellen, je nachdem wie groß der Kopf ist. Das finde ich wirklich, wirklich cool, weil es mega, mega angenehm sitzt. Wir haben das Mikrofon, haben wir hier innen drin versteckt, das kann man hier rausziehen. Das ist wirklich meiner Meinung nach echt ganz cool. Ich finde das super, weil es stört auch nicht und man kann es auch in diesem eingeschobenen Zustand benutzen. Finde ich saugeil. Und davon abgesehen haben wir auch noch eine relativ schöne RGB-Beleuchtung außenrum.
Es macht wirklich Spaß, mit diesem Gerät zu spielen. Anstatt eine Software, wie bei dem Astro, haben wir hier das Game Deck. Und hierüber kann man alles einstellen. Das werde ich euch aber gleich nochmal am PC zeigen und dann den Unterschied von Astro zum Game Deck. Aber meiner Meinung nach ist das SteelSeries wirklich das bessere Headset. So, als erstes gucken wir uns dann mal das Game Deck von dem SteelSeries Headset an. Wir haben hier direkt auf dem Vorderbild haben wir einmal eine Anzeige, um die Hauptlautstärke zu verändern. Und wenn man einmal hier den Hauptbutton drückt, kann man hier seine zwei Ausgänge ändern. Und zwar einmal in Chat und einmal in Game. Das heißt, man kann zum Beispiel einmal hier die Hauptlautstärke vom PC, das heißt das Spiel, drauflegen. Und auf die andere Seite kann man zum Beispiel Discord oder Teamspeak legen. Und so hier im Spiel ganz schnell, falls irgendwas zu laut oder zu leise ist, das Spiel oder den Chat lauter machen, damit man alles richtig versteht. Finde ich eine super, super geile Sache. Dann haben wir natürlich einmal Dolby Surround. Das können auch beide Headsets. Und dann gehen wir doch einmal ins Menü rein und gucken, was wir hier alles so verstellen können. Wir können einmal DTS können wir an- und ausstellen. Dann haben wir hier den Equalizer, den wir hier komplett manuell einstellen können. Das finde ich schon mal super, super geil. Den Gain können wir hier einstellen. Den Sidetone können wir hier wählen, zuwählen und abwählen, und wir können die Lautstärke vom Mikrofon hier nochmal separat einstellen. Das finde ich nämlich ein sehr, sehr wichtiges Feature, das man unbedingt haben sollte. Im Großen und Ganzen waren das auch schon die Einstellungen, die es hier gibt. Sonst kann man natürlich noch Input und Output kann man noch belegen, relativ frei. Den Display kann man sich hier noch einstellen, wie lange der an- und aus bleibt und welche Helligkeit der haben soll. Ne? Und natürlich kann man sich hier natürlich auch noch von dem Headset die RGBs, die man hier an der Seite hat, ich zoome einmal kurz raus, kann man sich natürlich auch farblich so belegen, wie man möchte. Ich finde jetzt zum Beispiel Blau ganz cool, dann wähle ich hier Blue aus. Und wenn das Mic gemutet ist, kann man sich auch das Mikrofon anpassen. Das ist jetzt auf Rot, weil Rot immer sehr ins Auge sticht. Aber das kann man sich hier auch wirklich so einstellen, wie man möchte. Ich habe es jetzt mal auf Blau gestellt oder auf Purple. Man hat hier wirklich viele Möglichkeiten und das finde ich wirklich super, super cool. Also für mich eines der besten Headsets, das man so kaufen kann. Dann gehen wir jetzt doch einfach mal rüber zu der Software und den Einstellungsmöglichkeiten des Astros. So, hier haben wir jetzt einmal das Command Center von dem Astro A50. Hier sehen wir schon ein paar voreingestellte Soundprofile, die man hier wählen kann. Man kann bis zu 3 Soundprofile direkt auf dem Kopfhörer speichern und die auch per Knopfdruck am Headset auswählen. Und hier kann man dann auch manuell sich den Sound einstellen. Aber ich finde, das ist einfach zu wenig. Zum Beispiel müssten das nicht nur minus 7 dB sein, sondern es könnte auch ruhig noch bis über die 10 gehen, damit man hier einen wirklich spürbaren Unterschied merkt. Das ist meiner Meinung nach ein bisschen wenig. Aber für Leute, die es gerne basslastig mögen, ist das auf jeden Fall vollkommen in Ordnung. Am Mikrofon kann man leider nicht ganz so viel einstellen. Wir können ihn natürlich ein bisschen lauter und leiser stellen, aber auch das ist nicht wirklich viel. Selbst wenn man jetzt sehr, sehr leise ist und man macht hier mehr als das Doppelte, also zieht den ganz auf, merkt man den Unterschied zwar, aber er ist nicht so gewaltig, wie man es gerne hätte. Ja, dann haben wir hier natürlich noch einen Streaming-Anschluss. Das heißt, wir können hier auch mehrere Sachen trennen. Wir haben hier mehrere Eingänge. Zum Beispiel können wir es genauso wie beim Game Deck auch machen. Wir können einmal das Spiel auf einen Eingang legen und einmal einen Chat auf einen Eingang legen. Das heißt dann wieder Call of Duty oder Discord oder Teamspeak und die so getrennt voneinander mit der Lautstärke verändern. Hier ist aber auch wieder die Sache, das muss man vorm Spiel meistens machen, weil wenn man nur einen Bildschirm hat, müsste man so das Spiel beenden. Und da hätte man mit dem Game Deck bei SteelSeries die Möglichkeit, eben schnell während des Spiels die Sachen zu ändern. Und im Großen und Ganzen waren das auch schon die Einstellungen, die man hier im Astro Command Center machen kann. Wir haben hier noch die Alarmlautstärke, die ist fürchterlich uninteressant, und die Balance zwischen links und rechts Stimme und Spiel. Aber das war's. Das waren die ganzen Einstellungen, die man hier hat. Es reicht auf jeden Fall aus und die Software ist auf jeden Fall gut und zuverlässig. Sie funktioniert erst rein.
Aber meiner Meinung nach ist das SteelSeries Arctic Pro mit Game Deck das bessere Headset. Ihr bekommt jetzt zum Schluss noch einmal eine Aufnahme beider Mikrofone, einmal von dem SteelSeries und einmal von dem Astro, und könnt euch so nochmal ein Bild davon machen, wie die Mikrofonqualität von den beiden Mikros sich anhört. Ja. Ja, Mahlzeit, herzlich willkommen. Jetzt gerade spreche ich mit dem Astro A50, mit dem eingebauten Mikrofon von dem Wireless Headset. Ich hoffe, man hört schon einen Unterschied. Ich muss ganz klar nochmal sagen, das ist auch Meckern auf hohem Niveau. Beide Headsets haben natürlich ein brauchbares, vernünftiges Mikrofon, aber wenn man genau hinhört, hört man doch schon Unterschiede zwischen dem SteelSeries und dem Astro. Das wollte ich einfach nur damit sagen. Ja, Mahlzeit und herzlich willkommen. Ihr hört mich gerade mit dem SteelSeries Arctic Pro mit dem Game Deck. Ich hoffe, man kann die Qualität einigermaßen gut wahrnehmen. Falls ihr wirklich gut vergleichen wollt, setzt euch Kopfhörer auf oder hört das über eine gescheite Anlage, dann habt ihr auch einen vernünftigen Unterschied. So, kommen wir doch mal zu meinem Fazit. Und zwar muss ich ganz klar sagen, falsch macht man weder mit dem Astro A50 was, noch mit dem SteelSeries Arctic Pro mit Game Deck. Es sind beides wirklich grundsolide Headsets. Dazu muss ich aber sagen, Pluspunkt technisch ist auf jeden Fall der Tragekomfort. Aus meiner Sicht, für meinen Kopf, war das SteelSeries wirklich deutlich angenehmer. Andererseits hat man mit dem Astro natürlich die Freiheit, kabellos rumzulaufen, aber auch das SteelSeries kriegt man als Wireless-Variante. Deswegen fällt hier meine Wahl auf jeden Fall auf das SteelSeries. Das ist für mich das bessere Headset. Man kann das aber auch ungefähr so vergleichen: Wer gerne einen kraftvollen, sehr basslastigen Klang haben möchte, der sollte auf das Astro setzen. Und wer sehr viel Wert darauf legt, wirklich einen sehr klaren, detaillierten und detailgetreuen Klang zu haben, der kann wirklich ganz schmerzlos zu dem SteelSeries greifen. Und letztendlich bleibt Klang und Sound auch irgendwo Geschmackssache. Der eine macht gerne ein bisschen basslastiger, der andere hat gerne ein bisschen mehr mittendrin. Und das ist bei diesen Headsets auch eigentlich der größte Unterschied. Dieses Headset ist halt basslastig und das hier ist wirklich sehr, sehr detailgetreu und auch sehr straight in seiner Linie. Fand ich zum Zocken einfach geiler und der Tragekomfort finde ich von dem hier auch ein bisschen schöner. Deswegen, falsch macht ihr mit keinem was von beiden. Ich hoffe, ich konnte euch so ein bisschen helfen bei eurer Entscheidung. Ich bin raus. Bis dann. Ciao.